Hallo meine lieben Freunde und ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play DMC Virgil's Downfall, das Add-on. Und ja, jetzt geht's zur Mission 3, der Machtkampf. Los geht's. Viel Spaß. Ich tötete sie. Und jetzt bist du stärker. Wolltest du das nicht schon immer? Macht. Absolute Macht, Virgil. Du bist ein Sohn des Sparda. Werde der Sohn des Sparda. Willkommen in der Hölle, Bruder. Ich habe keinen Bruder mehr. Witzig. Ich war derjenige, der fortgelaufen ist und im Dreck gelebt hat. Du hattest es ganz gemütlich. Und wer ist jetzt besser dran? Du gehörst nirgendwo hin. Deshalb bist du wohl hier. Nun, deshalb und weil ich dich getötet habe. Siehst schon viel cooler aus. Oh yeah! Hey! Hier oben! Man muss wirklich sagen, also dieser Dämon, der hier anscheinend am Werke ist, der will Virgils Hass auf Dante nähren. Also, das merkt man so deutlich. Also, deutlicher geht's ja gar nicht mehr. Das ist krass. Das ist echt krass. Vor allen Dingen, wie geschickt es eingefädelt wird. Wirklich gut gemacht. So, Dämonenmodus. Okay. Nett. Ah, jetzt habe ich... Jetzt habe ich das nicht gesehen. So ein Mist. Hätte ich mir vielleicht dann doch durchlesen müssen. Egal. Weil, oh, jetzt habe ich mich hinter ihm teleportiert, oder? So. Machen wir das so. Aber wie mache ich jetzt den Dämonenmodus? Ja. Oh, da. Hä? Nett. Okay, machen wir das mal von oben. Ah. Von oben schleudert er dann einfach seine Klingen. Okay. Das kennen wir auch noch. Nur das hier, was das ist, das weiß ich nicht. Hä? Nett. Ey, cool. Also die Attacken, die Virgil hier hat, die sind Astra. Astra in 1A. Oh, 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 oh. Vamps. Das ist cool. Ist ja gut, jetzt nervt mich nicht. Boah, ey, das ist krass. Und zack. Und zack. Oh, verdammt, jetzt haben sie mich erwischt. Weil ich zu viel rumgespielt habe. Boah, das ist so geil gemacht. Oh yeah, baby face. Verschwinde jetzt. Mein Gott, nee. Okay. Verschwinde. Warum geht das nicht kaputt? Hey. Da muss doch irgendwie jetzt das Schild. Ah. Gut, das Schild dauert hier was länger. Macht nichts. Ja. Yeah. Oh, jetzt habe ich mich teleportiert und die Attacke gemacht. Oh, was ein Combo Breaker. Oh, es ist geil. Ich sehe fast gar nichts mehr. Oh Mann. Ja. Und tschüss.
cool. Einfach nur cool. Ja, ich folge dir, Dante. Du weißt doch, dass du nicht an deinen großen Bruder rankommst. Ich hasse öffentliche Verkehrsmittel. Also dieser Dämon weiß offensichtlich genau, wie Dante tickt. Sonst könnte er ihn gar nicht so nachmachen. Hey! Was soll denn das? Ach so. Was? Okay, nice. Wo bist du, Dante? Tja, sag an. Boah, da weiß ich nicht, ob ich da drauf will. Nee. Hä? Ich kann mich da auch nicht teleportieren oder so. Was muss ich hier machen? Da ist was. Ja, ein kleiner Lebensstern, sehr gut. Aber was ist hier? Nee, ist schon richtig, wie ich hier gehe. Aber was muss ich jetzt hier machen? Da kann ich nichts tun. Ah, okay. Das muss einem doch gesagt werden. Oh mein Gott. Das war knapp zugegebenermaßen. Ja, einfach mal rüber da. Passt schon so. Brauche ich nicht die heilige Statue? Aber das heißt, jetzt wird hier was passieren. Da vorne. Haben wir hier noch was? Nö. Ja, alleine schon deswegen, dass Dante angeblich hier Dämonen beschwören kann. Schwachbuch. Ah, wir können jetzt, glaube ich, auch in den Dämonenmodus gehen. Oder? Wofür ist es da? Ne, können wir nicht. Wofür ist das? Nein. Wieso kann ich nicht in den Dämonenmodus? Ja, nett. Wofür sind denn sonst die Striche da oben? Kann mir das mal jemand sagen? Oh Mann, egal. Ich schnetze dir einfach die Dämonen nieder. Und das ist so geil gemacht. Ich freue mich richtig, dieses Addon zu spielen. Jawohl. Oder DLC, Addon ist mir so kackegal. So. Oh yeah. Und jetzt verschwinde. Oh, oh, oh. Okay. Ah, immer hier nach hinten teleportiert. Oh Gott. Nein, du Mistvieh. Ey, hackt's noch? So. Na komm, ich hab die Idee. Und Sledgehammer. Bams. Oh Gott. Du nervst mich irgendwie. Also ehrlich. Nein. Mann, du Sack. Ich krieg die Krise. So. Jetzt hackt's mir hier. Der Schnetzelmeister ist hier. Am Start. Bams. Und zack. Haha. Mistvieh. Oh, ist doch nicht wahr, oder? Ja, du mich halt auch, Kumpel. Was? Das hat den umgeworfen? Lachhaft. Ja, komm. Wie jetzt? Das ist aber schwerer zu treffen, oder? Nee, irgendwie gleich. Ich kann nicht in den Dämonenmodus. Warum nicht? Da, nach hinten, Pfiffikus. Nerviges Vieh. Moment, eben mal einen kleinen Lebenskraftstern nehmen. Hör auf zu rennen, Dante. Und du sei nicht so machtbesessen, Virgil. Ehrlich, Idiot. Oh. Hör auf, mir zu folgen. Hm. Was mache ich denn jetzt? Bullshit.
Sagt mir das doch einer. Ah. Das ist... Oh Gott. Oh mein Gott, was ist das? Dafür wirst du büßen. Ist Virgil schon mal aufgefallen, dass Dante hier in der Dämonenwelt ist und der vorher noch nie in der Dämonenwelt war und sich überhaupt nicht fragt, wie er da hinkommt? Komisch, oder? Der ist einfach nur Macht und Hass besessen. Interessant. Dass der sich nichts gerade fragt, das verstehe ich irgendwie nicht. Oh, wir können das jetzt auch. Aber ich gehe jetzt mal erstmal hier rum. Weil ich... Ne, Mist. Ich komme nicht da dran. Ey, echt. Dass sich Virgil gerade gar keine Fragen stellt oder so, ne? Ist merkwürdig. So. Was ist jetzt hier? Komm her. Hey. Du Mistvieh. Oh, 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 okay. Oh, das ist gefährlich, was ich hier treibe. Na los. Jetzt geh doch mal weg. Du blödes Vieh. Oh. Komm einfach jetzt her. Du mich halt auch. So. Jetzt habe ich Schnauze voll. Nee, ich kann nicht in den Dämonenmodus. Warum auch immer. Verstehe ich zwar nicht, wieso das nicht geht. So, einfach jetzt hier alle wegmetzeln. Jetzt hier echt. So. Sehr gut. Was? Wo ist der hin? Da. Sehr cool irgendwie erledigt alles. Was? Wow. Jetzt habe ich mich erschrocken. Weil ich jetzt echt gedacht habe. Jetzt das wert gewesen. Boah, Virgil ist so sau schnell, wenn der loslegt. Ist der Hammer. Echt im Ernst. Oh, wo ist der? Da, der Dicke. Ja, ist er gut. Maul halten. Du auch. Nein, nicht so. Das war zu gefährlich jetzt. Kann ich jetzt mal bitte in den Dämonenmodus gehen? Warum geht das noch immer nicht? Ah, ihr seid so nervig, alle. Du auch. Ach, halt's Maul. Echt. Geh jetzt. Ey, weißt du was? Im Ernst. So, down, down, down. Geh down. Ey, Mann, der drängt mich hier in die Ecke. Boah. Ist der jetzt weg? Oder wie jetzt? Na, teleportier mich schon zu ihm hin, los. Jawohl, ja. Schöne Nummer. Hm, interessant. Sehr sogar. Da oben konnte ich nicht lang. Warum nicht? Will ich wissen? Ich will erkunden, erforschen. Oh, hier unten brodelt Lava. Nett. Okay. Passt. Feigling. Wie Feigling? Kannst du ihn doch nicht als Feigling bezeichnen. Oh Gott. Das habe ich schon gesagt. Das war mein Ende hier. Habe ich echt jetzt gedacht. Oh. Geh down. Okay. Versuch gerade unterschiedliche Kombos irgendwie zu machen, aber das gelingt mir nur halb. Okay, man könnte es hier doch halten und dann was machen. Nice. Ja, nett. Ah, so geht das. So. Ja, ich bin natürlich jetzt gerade noch immer hier an der Steuerung am Austesten.
Oh! Ey, ich glaube Takt. Ey, was zur Hölle? Ah. Haha, ich hab den anderen mitgekontert mit dem anderen. Cool. Ja. Ihr mich halt auch, ne? So. Wow, wow, wow. Nee, 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 nee. Spinn's wohl, wa? Ey, was soll denn dieser blöde Mist? So. Fahr jetzt zur Hölle. Es hackt hier. Okay, jetzt kann ich hier lang. Nee, während des Kampfes. Wieso? Oh, ihr nervt mich. So, mal gucken, ob ich was Neues kann. Nein. Ah, den Kick kann ich ja noch. Okay, zugegebenermaßen, irgendwie ist Virgils Downfall schwerer. Oh Gott. Jetzt hab ich ja auch nichts. Ich gehe gleich kaputt, Leute. Warum hab ich hier nichts? Oh mein Gott. Ich will doch nur in den Dämonenmodus. Oh, eine grüne Kugel. Ich hab eine grüne Kugel. Warum auch immer. Ah, du Blödmann. Verschwinde. Mann, das ist unfair. Echt jetzt. Irgendwie gehe ich mit Virgil ganz falsch, glaube ich, um. Oh, ihr nervt mich. Bams. Und der jetzt noch. Komm schon. Fahr zur Hölle. Ey. So, jetzt. Down. Das, da habe ich gedacht, wäre mein letztes Stündlein geschlagen. Boah. Übel, übel, übel. Hier bleibt kein Ausweg. Wie, Dante, bleibt kein Ausweg? Hä? Was soll denn das? Virgil. So. Einmal hier alles sichtbar machen. Gut. Das haben sie auch geil gemacht. Also Capcom. Beziehungsweise Ninja Theory. Cool, cool, cool. Gefällt mir. Ich freue mich echt auf den zweiten Teil, wenn er denn dann kommt. Boah, Hammer. Was? Okay. Na dann komm. Und los geht's. Das werde ich niemals überleben, Dante. Weil ich nicht in den Dämonenmodus kann, so wie du. Oh. Darauf habe ich gewartet. Noch ein allerletzter Spruch, Dante, oder hast du mir nichts mehr zu sagen? Gut. Oh, nein, bitte nicht. Du brauchst es nicht mehr. Holla, holla, holla. Hat Virgil eigentlich mal gemerkt, dass es nicht Dante ist? Weil der echte Dante doch noch immer in der Menschenwelt ist, oder? Also, ich glaube schon. Hm. Naja, gut. Ja, Missionsrang D, bla bla bla. Okay, ja gut, wie das dann hier weitergeht, sehen wir in einer der nächsten Folgen von Let's Play DMC Add-on Virgil's Downfall. Ich freue mich, seid mit dabei, ich bin euer Let's Play Gamer. Und das war's, ne? Ciao!